Guten Buongiorno wünsche ich und willkommen zurück zu Dying Licht. Tatsache. Ja, und wie Sie gerade gesehen haben, eine fette Akrobatik-Show. Weil ja, mal, mehr kriegen sie nicht. Und aus. Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Ja, und da er das so schön geübt hat, hier ein bisschen hüpfen zu können. Alter, Quatsch, mir nicht. Haben wir uns gedacht, wir haben auf der Map noch so ein kleines bisschen zu tun. Da warten noch ein paar Ausrufezeichen. Da wartet noch eins und ein Marker. Da haben wir noch eine Markierung und so weiter und so fort. Und wir machen mal ein bisschen Resteverwertung. Ja. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns erstmal auf welche. Kabeli, 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 kabeli. Guten Tag, Jonas. Hallo. Okay, dann nehme ich dich. So, wo müssen wir denn lang? Da oben. Follow me, follow me. Powerboy, so follow me. Ja, ja, ja. Come on, come on, follow me. Gott, oh Gott, oh Gott. Meine nicht vorhandene Rauchhallung. Das kommt wohl von, dass du bei Forest Blasen gegessen hast. Das zieht sich jetzt alle Games. Ja, aber ich kann sagen, die Fettleibigkeit jetzt, die ist schon, ne? Die schränkt mich schon ein. Oh, ja. Wo ist denn mein Haken? Ich wollte gerade sagen, ich besaß doch mal einen Haken. Ja, du bist ja schon da quasi, ne? So. Ich hab's mit erledigt, ich hab Punkte gekriegt, also. Na und? Was hat er denn gerade so gesagt? Ich teile doch gerne mit dir, die wir brauchen sind. Ja, ja, ja. Ups, wieder falsch gepasst. Ah, diese ganzen verschiedenen Spiele. Einmal E und F und dann wieder F und wieder E. Du hast mich gehauen. Oh. Noch einmal Plünderung. Gut. So. Hacker Tower. Und sportliche Aktivität. Ui. Habt ihr das gesehen? Nochmal kann ich es nicht machen. Ich bin fertig. Ui, nichts ganz viel. Nicht? Sehr sportlich gewesen gerade. Er hat sich gedreht. Wie wird gedreht? Hä? Wo? 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 Spang. Ich wollte doch hier noch ein bisschen sagen. Oh, wow. Kommt ihr alle her hier? Der hält sich schon wieder auf. Achso, los. War eine Garage voll mit ganz viel Zeug. Juhu, ich bin da. Ich auch, und 30. 8 Sekunden. Ja, 3, 8, 95. Oh Mann, jetzt geht's ja ab. Lass mal hinten gucken, so, Asafol. Jetzt könnt ihr mir. Von euch einer? Alles klar. Wartet drauf, dass andere Spieler fortfahren. Ach Gott, ist noch nicht da. Von dem Gebäude ist nichts als ein Haufen Schutt. Oh, Taschenlampe. Dieses Ding da, die laufen mich permanent. Ach, ich... Hallo? Ach, kommen wir auch schon. Ja, innerhalb von Sekunden war der ganze Bau zusammengebrochen. Hab ich halt dicht. Hallo? Hä? Und jetzt redet der nicht, oder was? Hä? Jetzt ist er schüchtern. Ja, jetzt sind zu viele Männer hier. Ach, das war nur einmal so. Ach, der hat ja keine Aufgabe. Naja, gut. Der hat noch ein paar Ausrufezeichen. Wo ist man noch richtig? Das ist allerdings ein Schäferhund, kein Typ mit dem Sturmgewehr. Hat auf dem Weg zum Krankenhaus Bandagen und Medizin. Natürlich akzeptieren wir das. Wieder annähen, aber er war ziemlich derfleischt. Kaffee. Natürlich akzeptieren wir das. Oh, du bist mal.
Eine Rettung. Diese Kaffeefanatiker sind gefährlich. Die Schattenjäger, die reden können. Und sie kennen nur ein Thema. Aber die hat er halt für sein Leben gern gegessen. Wir sollen Mahlkreide finden? Ja. Ach, für die Kinder ist wenigstens mal eine sinnvolle Aufgabe. Da ist er ja, der beste Läufer in der Zone. So, was noch einmal? Nein. Hier ist doch auch noch irgendwo einer. Du hast doch noch irgendwas. Ich warte auf Spiele! Ach. Der sagt eh nichts, wenn ich da bin. Der ist schüchtern. Die mögen ja alle nicht hier. Ja. Denk mal drüber nach. Das ist voll unfair. Warum spiele ich überhaupt mit dir? Ich weiß das gar nicht. Crane, der Mann, der den Strom wieder angeknipst hat. Hier, nimm das. Entschuldige meine schlechte Laune, aber ich habe heute einen richtig miesen Tag. Kann ich irgendwie helfen? Ja, aber Bracken erlaubt's nicht. Er hält's für zu riskant. Ist das was Wichtiges? Okay, Bracken will nachts mehr Sicherheit. Zu viele Kreaturen der Nacht vor der Tür, verstehst du? Also habe ich eine Lichtanlage gebastelt. Mit fetten 10 Kilowatt UV-Lampen verbrennt einen Schattenjäger in 60 Metern Entfernung. Das wäre nur genial. Aber die nötigen UV-Strahler sind an den Türmen der Brücke der Schande montiert. Die Brücke? Okay. Augenblick mal. Meinst du damit die Feuerwand der Schande? Klar. Die größten UV-Strahler der Hemisphäre. Alfie, das System hat nicht funktioniert. War eine Katastrophe. Die mussten die Brücke demontieren. Wäre der Strom nicht ausgefallen, hätte es funktioniert. Als du die Umspannwerke neu gestartet hast, ist das System wieder hochgefahren. Man kann's nachts sehen. Jemand muss also diese Strahler holen. Stimmt, ja, genau. Das Problem ist, ein paar von den Dingern sind ausgebrannt, klar? Die nützen uns nichts. Um also rauszufinden, welche noch leuchten, muss man sie einsammeln, während das System an ist. Noch so ein Nachteinsatz. Ranzukommen ist nicht schwer. Aber sobald du die Strahler entfernst... Bist du auf einer pechschwarzen Brücke und hast mächtige Probleme. Ja, weißt du was? Vielleicht hat Bracken recht. Vergiss die Sache einfach. Aber es ist wirklich jammerschade. Ja, ja, jetzt riecht uns auch noch so ein schlechtes Gewissen irgendwie, wisst ihr? Ich bin für die Kreide. Ja. Voll. Die Kreide ist ja hier irgendwo im Haus, oder? Ja. Hey, ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Ist die hier irgendwo? Was? Ja, Kreide ist draußen. Kreide. Draußen? Ja. Der Marker sieht so aus wie drinnen hier irgendwo im Gebäude noch. Das ganze Gebäude fiel in sich zusammen. Nee, musst du Tür laufen raus, dann kriegst du den Fenster und dann kriegst du die ersten Ziele. Ach so, okay. Da kann man ja noch mal im Haus noch gucken, ob wir noch anderes hier haben. Haben wir noch mehr Ausrufezeichen? Kannst du mal ein bisschen aufpassen? Nee, ne? Nee, das reicht doch erstmal. Weil die andere Mission ist, glaube ich, der Horror. Na gut. Dann hätten wir, glaube ich, hier erstmal alle Ausrufezeichen. Ich muss kurz telefonieren, ich hab Schatz voll. Du ärgerst mich immer so. Mutti, ärgerst mich immer. So, komm gleich. Mann, Jung, lass die Eier wachsen. Zum Glück ist bald Ostern, kannst du hier sammeln. Wenn wir sie denn finden, im Schnee, los. Ja, muss noch ein Feuerzeug mitnehmen. Kannst Schnee tauchen. Doppelkühl! Dämpfig! Doppelkühl! Kein Doppelkühl! Leben explodiert! Aber jetzt heim. Ciao! So, haben wir es denn jetzt endlich hier? Oh, der ist. Ja, nun kipp um, ich will dich suchen. Hä? Oh, warte, das er macht die schon wieder leer. Da hinten ist er, Jungs. Da hinten. Ich glaube, du hast den Falschen getötet. Was finden Sie die meisten Beute, ne? Nicht gierig. Ah, wir sind doch nicht gierig, Ivo. Als ob wir hier irgendwie in den Folgen schon mal viel gesammelt hätten oder so. Nee. Oh.
Ich finde, die ist meistens Vorteil, wenn ich nichts tun. Voll in den Arsch gepult kriegen. Aus, ja. Ja, na klar. Du kommst hier. Alter! Weißt du? Oh, ist die Kreide. Keine Zeit. Die Kinder warten auf ihre Kreide. Ja. Mein Gott, wir haben gesagt, keine Zeit. Halt dich. Ja, wenn wir die hier mal nicht finden. Ah, ne. Ist ja noch weiter. Entschuldigung. Ja, echt. Situation. Ich hab das nicht gefunden. Genau da, wo ich nicht hin will. Na, hopp, hopp. Ha. Gib Gummi. Hier. Hallo. Mein Gott. 75. Wo ist sie denn? Da kommst du angeflitzt. Guten Tag. Ich will auch kreien. Ich will auch malen. Komm hier zu mir zurück zum komischen. Ist der schon wieder rein? Achso. Ja, wir müssen in der Schule, ist die Kreide, logischerweise. Echt? Wie ja. Kommt man denn da drauf? Ja, da haben die richtig nachgedacht, die Quest-Monteure. Wah! Alter! Wir teilen genau vor irgendwelchen Leuten. Hier Schule verlassen, aber hier haben wir die Kuppel. Hä? Was ist das Haus hier drin? Eine Luft verlassen. Oh, Alter. Moment. Optionen. Oh Gott. Also, was? Wow. Okay. Deshalb wollte ich die Neger nicht retten, weil die nur beißen. Aber jetzt ist riesen fette Geräusche zum Glück weg. Hätte mal jemand keine. Aber müssen wir echt alle Räume absuchen? Ich finde den Haufen Feuerzeuggas, aber. Das habe ich auch gerade gefunden. Wo haben wir das gut sein sollen? Also der eine an der Tafel wollte Feuerzeuggas haben. Achso. Vielleicht haben wir das. Weiß ich nicht, ob wir das denn ihm noch geben müssen. Stimmt. Hat jemand Kreide gesehen? Feuerzeuggas. Ja. Das ist doch verdächtig, dass wir das so oft finden. Feuerzeuggas-Quest kann fortgesetzt werden, habe ich gerade gesagt. Ja. Sehr schön. Die machen wir aber nicht. Ja, wir haben nachher 1000 Feuergas-Dinger in der Tasche und machen die nicht. Bin die Kreide für die Kinder. Ja, das ist viel wichtiger. Ja, er zeigt uns nur den Ausgang an, wenn wir irgendwann aufgegeben haben. Hier ist doch eine Tafel, warum ist hier keine Kreide? Wände gemalt. So, wir wollen nur das Gas einsammeln. Oh, da steht schon wieder ein Johnny. Hier ist auch mit Kreide gemalt. Die ollen Schulkinder haben alles aufgebaut.
Dann brauchen sie nicht beschweren. Wunder, dass sie Kreide brauchen und dauernd. Die miesi-fiesigen Schulkinder, eins denen noch gut ging. Und Nägel. Ja, oder wir können sie ja auch malen. Ja, permanent malen. Da ist aber besser. Er kommt hier auf den Tisch, ist eine Mod. Weiß nicht, ob die bei dir auch noch liegt. Ja. Dankeschön, liebe Powerwurzel. Bitteschön. Hier sollte wohl keine Kreide sein, hoffe ich mal. Was, auf dem Klo oder was? Ja, Kippschen. Hallo. Ja, und ja, die passen ja auf Klo. Ja, das passt alles auf Klo. Was ist das Lehrerklo? Kreide gesehen. Keule. Ah, hier ist noch mehr. So. Ach komm, wenigstens eigentlich schon einmal. Wieso finden wir denn gar keine Kreide? War ich hier schon mal? Ich glaube, hier war ich schon mal. Man verliert überhaupt nicht die Orientierung oder so. Miau. Geht doch gar nicht schnell. Ich glaube, das ist für uns die längste Quest überhaupt. Ja, fürchte ich auch. Oh. War lauter Schnodder, aber nicht los. Warte mal kurz. Hier. Oh, da Mull. Ist. Mull ist auch gut. Ja, dann habe ich wieder. Kann ich die aufhören? Nein. Irgendwas zu suchen hier? Irgendwie noch? Das kann ich versuchen. Alle holen, ist schon mal eine gute Idee. Ey, Bro, hast du Kreide? Hallo, ich hätte mit dir. Ah, mal diese unfreundlichen Leute hier in der Schule. Das wird sich auch nie ändern. Der Hunger haben, oder mit wem redest du gerade? Was? Der Hunger haben, oder wie redest du gerade? Hunger haben? Hunger haben. Oh, ich habe nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Echt hier? Tätze. Na ja, machen wir mal diese Scheiße. Nein. Wenn es irgendwo Kreide gibt, dann. Hier war ich auch schon. Ich finde es gut, aber wenn man es drehen kann, würde ich es auch drehen. Zack, zack, zack. Machen wir hier noch irgendwas? Da ist Kreide los. Nein. Ja. Aus mir hier nicht Keule. Hä, wie kann das sein, dass wir hier gar nichts finden? Ganz schön mau. Alter, wie versteckt muss denn das Ding sein? Musst du hier irgendwo ein Mini-Fitzelstück Kreide auf dem Boden finden? Ich habe auch, ich habe mit Q gearbeitet die ganze Zeit. Wenn da irgendwas gewesen wäre, wäre das auch angezeigt. Wieder der Ausgang, den er mir hier anzeigt. Dann mal ab. Toll. Der hat mir ein Gasrohr angezeigt. Ich bin begeistert. Irgendwas hat er mir hier gerade angezeigt. Irgendwo bei dir unten. Da wo ich quasi stehe, nur unter mir irgendwie. Was hat er da angezeigt? Das könnte aber nicht auch Türen sein. Achso.
Ja, eben hat er mir auch nur so ein Gasrohr, so eine blöde Waffe angezeigt. Nochmal. Hat mich schon gefreut. Was war das? Okay, hier unten sind komische Geräusche. Ich will auch komische Geräusche. Bist du einmal richtig fett aufs Klo gegangen oder so? Einmal ja, wieso? Ja, hat man gehört. Die dicke Bombe ging hier gleich durch die Rohre. Dicke Bombe. Auch mal eine Formulierung. Und hat sich der Ausflug auf jeden Fall schon gelohnt. Ja, nur nichts. Habe ich auch schon alles abgesucht. Echt? Irgendwo haben wir was übersehen. Wir brauchen es. Meinst du? Tür nicht aufgemacht, oder was? Hier sind die Malkreidebilder, denn die Malkreide auch hier in der Nähe. Mann, wenn ich Kuh nehme, dann sagt er mir immer nur irgendwelche Waffen. Nehmen die und zerlegt die. Ja, ja. Ja, ich will sie verkaufen oder so. Für eventuell später bessere Waffen. Da zeigt er mir irgendwas an. Ach so. Oh, keine eine Tasche zum Durchsuchen. Was hat er mir jetzt hier angezeigt? Irgendwas in der oberen Etage hat er mir jetzt noch zwei Sachen angezeigt. Also ein höher. Leute, sind wir echt so. Oh nee, ne? Nein, das wäre ja mies. Hä? Echt so blind. Ernsthaft? Hast du gefunden, oder? Nee. Hätte ich aber. Den suchen die. Köpfe ja nicht. So, ich dachte, du hast sie gefunden, weil. Und es war doch so offensichtlich, oder so. Dauerlicherweise nicht bekannt. Hier mit ein paar Macheten zum Spielen. Das kann doch nicht wahr sein. Die sind da bestimmt in irgendeinem Geheimgang, oder? Komm mal mit, wir gehen mal bei meinen anderen Typen rein. Wir haben noch einen anderen Eingang. Vielleicht ist da die Kreide. Weißt du, wo ich meine? Nee. Wo der Politiker war. Dem das Bein gefehlt hat. Das Bein gefehlt hat? Ja. Der ans übers Ohr gehauen hat. Ach so, das zeigt er mir. Da kann man ja auch reingehen. Vielleicht liegt da die Kreide. Weil hier ist definitiv nichts. Bisschen merkwürdig, muss ich sagen, dass denn hier nichts liegt. Weil er hat das ja auch markiert hier, das Ding. Vielleicht hat er das markiert wegen Feuerzeuggas. Ja, aber dadurch, dass wir aber nicht Gas als aktuelle Dingsbums haben, dürfte er das ja eigentlich gar nicht markieren denn. Manchmal ist sogar dieses Spiel ein bisschen buggy. Na gut, ob das jetzt ein Bug ist, weiß ich nicht. Mann! Ja gut, den Game schießt er aus Langeweile. Nee, war einer. Und aus Langeweile. So, jetzt müssen wir mal wieder einen Weg zurückfinden. Ich glaube, da muss ich wieder einen hören. Ja. Ja.
Wo waren jetzt die Tiere? Bin ich mir in 1500 Räumen gelaufen. So, da lang. Glaube ich. Komm, Genki. Guten Tag. Hallo, die Pause. Follow me. Ich habe eine Idee. Bin ich ja mal gespannt. Ja. Weil das ist. Da verbraten wir eine ganze Folge, um irgendwelche Kreide zu suchen. War das nicht abzusehen? Vielleicht. Eventuell. Mal gucken. Ich will jetzt kein Schloss knacken, los. Ja, nicht, dass die da drin ist. Na toll. Und jetzt auch noch Kackwetter. Schloss knacken. Oben drauf? Nee, ich knack grad das Schloss. Achso. Kann ich nicht schlafen heute. Ach ja, unser greatest help. Ja, keine Kreide. Oh, 1000 Schaden. Da, wo die Luke war. War da, wo die Luke auf die Kiste geklackt. Aber jetzt haben wir ja runter. Ist er noch hier? Ja, wir sind fündig. Was? Komm mal runter zu mir. Wo bist du denn hin? Ah, da. Geh mal hier rein. Och nö, ne? Bam. Oh, really? Ja, Daumen hoch für die Doofheit. Hier ist noch eine Notiz auf dem Tisch. Achso, Spieler versteckt. Ja. Dachte du, Stuhl. Voll gut. Ich dachte schon. Ach ja, auf dem Stuhl? Ach nee, doch nicht. Das ist gut. Wir haben genug. Nee, eine fehlt noch. Nee, eine fehlt noch. Deswegen ja noch die Markierung. Ja. Nee, war die Notiz. Mann. Komm her, Region. Oh, jetzt scheint das echt noch in der letzten Packung. Ja. Ist die hier irgendwie drauf oder so? Nee. Und so. Denn hier irgendwo auf dem Boden oder so? Am Tic-Tac-Toe-Spiel hier. Ah, lol. Geben Sie ja. Kate die Wahlkreide. Wir sind so gut. Wir haben die, aber wie wir sonst so eine Hard-Kommission machen wie über einmal Kreide. Die Krabbe da rum. So, dann würde ich sagen, bringen wir sie einmal noch ab, weg. Gedönse, du weißt schon, und dann... Die fressen Viecher. Wollen wir mal gucken, ob wir nächste Woche uns noch ein bisschen da vermöbeln wollen, lassen wollen. Das können wir auf jeden Fall besser als suchen. Und vermöbeln lassen, die Viecher. Und ein hier. Und Chakapama. Oh. Hier ist er gleich richtig fett. Lol. Alles klar, der hat funktioniert bestens. Ja, der hat er auch nicht, da habe ich auch Schaden genommen. Da bin ich auch so runtergesegelt. Naja, der hat er zweimal gezappelt und dann ist er und dann bin ich irgendwo runtergerutscht, keine Ahnung. Aber zum Glück bin ich dead gegangen, das hätte jetzt noch gefehlt. Ja, sowieso nicht, hätte man nicht retten müssen können. Das hätte ich auch gemacht, hätte. Ups, wollte ich gar nicht rein. Alter, was ist das für ein Party? Ich hab's eilig, ciao, es regnet. Danke, ja, ich lieber nur nass hier. Ja. Hm? Oh. Ach, schon wieder C. Ah, diese ganzen Spiele hier.
Da ist Duppen, dort ist Duppen. Ja. Boah. Jetzt kommen ja ganz zweite Kiefer. Aua! Zweite Kiefer. Weg. Mach den Weg frei. Weg frei. Los, weg frei. Weg frei. Tschüss, komm. Das war doch eine schöne zweite Kiefer. Wo wie wo? Und das könnte ich. Ah, Feuer. Mann, ist das schon wieder weit, wo wir hier hinrennen müssen. Natürlich. Oh, jetzt kommt echt Leute, Monster kriegen wir Kreide, ja, hurra. Yeah. Kleine Zombies können jetzt malen. Das ganze genau. Was ist da passiert? Von ganz viel Blut. Ja. Das ist ein tolles Kälbchen. Also wir brauchten eigentlich nur rote Kreide mitbringen. Also, Afra hat nur Gas im Kopf. Aber das gehört in seiner Branche wohl dazu. Tja, es gibt eben solche und solche. Aber solche wie er sind besonders schlimm, finde ich. Das hier soll ich dir geben. Ja, nehme ich. Ja, danke schön. Erst kam der Knall und dann stürzte alles ein. Ach, Karte. Ist hier, Entschuldigung. Ich war gerade... Das war alles hier. Beide behalten euch bedingt. Dann können wir auch mal. Ja, wir haben doch welche behalten. Die haben ja kriegen. Wir behalten welche. So, wir haben sie ja dabei abgegeben. Boah, hier oben sind fett die Ausrufezeichen. Ich? Der weiß ja, was wir weitermachen. Noch ein Hör. Ab, 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 ab. Da, irgendwo. Vielleicht. Ja. Hier nicht. Ja. Ja. Ja, hier sieht das auch schon so aus. Tag. Du hast Malkreide? Oh, fantastisch. Du bist der Größte. Die Kinder werden bestimmt ganz aus dem Häuschen sein. Hier für dich. Du kannst damit mehr anfangen als ich. Was ist mit ihren Augen los? Ja, das hat auch mein Gedanke. Hat sie die Kreide gefressen? Deswegen haben die auch keine. Guck dir aus. Du. Kuh. Und ihr spielt jetzt gefälligst mit der Kreide. Ja lol, die haben hier einen PSP oder so wie das heißt. Kreide spielen. Aber bestimmt schon eine PS Vita, keine PSP mehr. Die geben sich doch nicht mit alten Konsolen ab. Oder alten Handhelds. Ja, so. Ja, ihr lieben Leute, ne? Sorry, dann würde ich sagen. Machen wir das nächste Mal hier weiter. Hier haben wir ja schon gleich wieder so einen Bubble und noch ein paar Ausrufezeichen. Also sind wir noch ein bisschen beschäftigt hier, würde ich sagen. Denn vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich weiß auch nicht. Warum habt ihr eigentlich zugeguckt, während wir Kreide gesucht haben? Also, ja. Ja, echt. Aber ihr passt zu uns. Ja, ihr passt zu uns. Ihr seid genauso krank wie wir. Macht halt ordentlich und verschwende nicht so viel Kreide. Nochmal gehen wir nicht dazu suchen ist anstrengend. Das Glück, dass wir hier sind. Ja, wir auch. Gut, alles klar. Dann noch einen schönen Restsonntag gewünscht und man sieht sich. Tschüss.